Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Warships. Und hier will ich euch ein Replay von mir zeigen, das ich mit der Warspite gespielt habe. Warspite ist ja ein Tier 6 Schlachtschiff, in dem Fall Premium der Briten, mit einer wirklich tollen Historie auch. Also dieses Schiff hat sehr, sehr viel erreicht. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach und lassen es von dannen ziehen. Wir geben hier mal ein bisschen Gas, weil man weiß ja, die ersten Sekunden, Minuten, die sind immer ein bisschen zäh in dem Spiel, aber wenn es dann rund geht, dann geht es dafür richtig rund. So. Und da ist schon einiges in der Luft, was die Torpedos angeht. Wahnsinnsverdrängung von dem Schiff. Die North Carolina musste da etwas büßen. Aber in dem Fall für uns alles gut, alles heile. Und auch hier nochmal etwas die Geschwindigkeit beschleunigen, bis wir wirklich Action bekommen, weil er sollte das Ganze auch in der Form genießen, wie es ich selber auch dann tue. Und wenn man dann mal ein Schiff, wie jetzt hier zum Beispiel die Atago, in der Ferne entdeckt, dann hat man da auch richtig Bock drauf. So, die ersten Schüsse gehen raus, die Türme drehen sehr langsam. Aber leider da nichts getroffen, beziehungsweise ein Zieltreffer, aber ein 1100er, der ist natürlich nicht so glorreich. Es wird aber noch besser, ich verspreche es euch ganz stark. Weil ich bin jetzt zwar kein Schlachtschiffkapitän, aber wenn man dann mal eine Runde spielt und die ist gut, dann will man die auch natürlich präsentieren. Es kommt die North Carolina hier ein bisschen nah, aber alles gut. Das ist, wie gesagt, jetzt doppelte Geschwindigkeit. Da nicht wundern, das ist der Vorteil an dem Replay, dass man da ein bisschen, ja, individueller das Ganze anpassen kann. So, jetzt wieder in Spielgeschwindigkeit. Die Atago da hinten. Und jetzt die volle Salve in ihre Richtung geschickt. Dreht aber leider da nochmal ab. Und somit heißt es am Ende nichts anderes als Wasser. Aber wir bleiben weiter auf der Atago drauf, beziehungsweise sehen, jetzt wird sie aber ganz schön hergenommen. So, wir beschleunigen das Ganze wieder. Bis jetzt war es noch keine glorreiche Runde, das kann man ganz klar resümieren. Aber wir haben noch ganz viel und ganz lange Zeit. Nachdem es das letzte Mal geheißen hat, dass ich irgendwo einen Aim-Mod-Cheat verwende, aber eigentlich das nur die Außenansicht war, werde ich euch hier aber heute das Aiming samt Zoom zeigen. Was aber dazu führt, dass das Replay ein bisschen stockt, weil es ist leider einfach noch nicht so ausgelegt dafür. Funktioniert aber trotzdem. So, und die Atago hat hier dann doch mal eine Zitadelle einbüßen müssen und dementsprechend war es ein schön hoher Hit. Und das muss man ganz klar sagen, das Schiff, wenn trifft, dann macht er wirklich, macht's wirklich Schaden. Wir haben alle 5 Cap-Bereiche aktuell. Also der Gegner ist definitiv unter Zugzwang. So, und jetzt hier die Kongo. Ich stelle das Schiff, sieht man unten ganz schön schräg, dass meine Kanonen alle draufkommen, dass die Drehgeschwindigkeit nicht zu lange ist. Aber dadurch, dass die Kongo selber so gedreht hat, habe ich dann da komplett versiebt den ganzen Aim-Bereich. Nun aber vielleicht ein bisschen besser, da kommen aber jetzt auch noch Bomber daher. Die Geschütze gehen schon drauf, 2 Zieltreffer, allerdings auch vom Schaden her eher gering.
ersten Bomben gingen ins Wasser. Und der zweite hat dann getroffen, aber Gott sei Dank mit einem überschaubaren Schaden. Und jetzt widme ich mich wieder der Kongo. Und dementsprechend jetzt alle Schüsse auf sie. Und die kommen ganz gut. Und machen da mal schöne 22.000 Schaden. Also das hätte sich die Kongo bestimmt auch kurz anders vorgestellt. Und jetzt Torpedos. Und ja, da hat er sehr gut geworfen. Da treffen zwei Stück. Der dritte war sogar auch knapp daneben. Aber gleich reparieren und auch wieder heilen. Und weiter geht's. Dementsprechend jetzt auf die Miyoko. Und auch die kommen gut. Und schöne 12, beziehungsweise in dem Fall sogar 2 Zitadellen. Also einfach mal schnell ihren HP-Pool gedrittelt. Und man sieht ganz cool, es sind bis jetzt 7 Treffer, die ich in dem Spiel gemacht habe. Davon waren es 4 Zitadellen. Also die Warspite ist ja leider gerade nicht zu erwerben, aber für alle Schlachtschiff-Fans und sobald es wieder gibt, kann ich sie nur empfehlen. Also ist ein wirklich gutes Ding, macht ordentlich Schaden, hält was aus, ist nur nicht mobil und hat langsam drehende Türme. Also das muss man sich halt dran gewöhnen einfach, aber dann geht's auch. So, die Kongo dahinter jetzt. Noch nicht zu erreichen. Die Cleveland dann schon tendenziell eher. Und auf die aimen wir jetzt auch um. Stellen uns leicht an, dass auch wieder da die Geschütze mit drauf kommen. Cleveland ist in voller Fahrt. Nicht so leicht zu treffen dann. Und gerade wenn sie so ein bisschen schräg kommt wie jetzt, nochmal etwas schwieriger. Dementsprechend alle ins Wasser. Gibt nur noch 4 Gegner. Rechts von mir die Atago. Links die Cleveland, die auch jetzt schießt. Und dann drüben halt die Kongo und die Miyoko. Und Cleveland, wenn sich einmal eingeschossen hat auf einen, da wird es unangenehm. Aber nun ist sie näher dran und damit auch leichter zu beschießen. Zündet mich an, aber kriegt hier gleich mal die Zitadelle weggezogen. So, und wieder. Da war nicht viel Schaden. Da sieht man, was auch das Schiff einfach aushalten kann. Und leider ist die Runde auch gleich so gut wie rum. Und da war es. Ja, ich denke, mit 2 Zitadellen dann noch zerstört, vernichtender Schlag ist sehr, sehr lobenswert. Ich habe leider das Endergebnis nicht gehabt, aber es war ein verheerender Schaden. Wenn man sieht, in dem Gefecht waren in Summe 7 Zitadellen. Wenn man diese Zitadellentreffer einfach mal addiert, dann kommt man da schon auf über 70.000 Schaden, also so 10.000 pro Zitadelle kann man sagen. Und es war in der Tendenz noch etwas mehr, also von dem her eine sehr schöne Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Kommentar zur Warspite auch gerne da. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.